Hallo Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Saints Row 4. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen in den Grafikeinstellungen dieses Spiels gearbeitet und wie wir sehen, alles ist mittlerweile viel flüssiger, viel schneller und ich kann wesentlich besser zielen. Und wir begeben uns mal in Stellung. Bricht die Tür auf. Na, das mach mal. Hier geblieben, du Arsch. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Na, wirst du wohl. Frechheit. Will der einfach nicht sterben? Also, das geht ja nicht hier. So, gehen wir mal durch die Tür. Oh, Mist, oder auch doch nicht. Shawnee, mach ihn fertig. Ein epischer Slow-Mo-Kampf. Ah, danke, Shawnee. Bist ein Schatz. So, gehen wir weiter. Was? Wo? Hier geblieben. Zack! Du entkommst uns nicht. Hey, tritt nicht nach mir. Wäre ich sauer. Bäm! Bäm! Und nochmal! Au! Ah! Mitten in die Niere. Was? Mit dem Messer gegen unbewaffneten Feigling. Aber da so einfach mache ich dir das nicht. Ah, Scheiße. Ah, raus damit. Das wirst du mir büßen. Oh, tut das weh. Oh nein. Eine Waffe. Schnell hin da. Und... Bam! Uh-oh. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Oh, ist das hier wackelig. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen. Rechts? Nee. Maus, spielst du mit? Schön. Runtersliden. Und... Boah, nicht jetzt das Gleichgewicht verlieren. Du entkommst mir nicht. So. Jetzt klettern wir schon eine Atomrakete hoch. Das gibt's ja alles gar nicht. Ja, Freunde, hier musste ich jetzt leider im Nachhinein die Sounddatei von dem Spielen... Wow! Alter, war das knapp. Hui! Wie ich gerade sagen wollte, hier musste ich die Sounddatei des Spiels etwas runterschrauben, da an dieser Stelle ein Lied kommt, wofür ich leider keine Rechte habe. Dadurch hört ihr mich jetzt zwar reden, weil ich mit einem externen Programm aufnehme. Wie ihr jetzt sicher merkt, diesen Teil habe ich nachvertont. Und ich hoffe, das ist der einzige Teil. Weg damit. Braucht man nicht. So, weiter. Hopp. Festhalten, festhalten, festhalten. Ah, ja. So, das war die zweite. Jetzt sind wir in der zweiten Stufe. Dann klettern wir mal weiter. Mann, 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 wenn das mal gut geht. Und noch eine Metallplatte. Einmal nach rechts, links, Entschuldigung. Und noch eine. Meine Güte, überall platzen hier die Metallplatten raus. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn das für eine Bauweise? Ja,
Außer natürlich da, wo wir ran müssen. Da bleiben die natürlich fest verankert. Und wir müssen das abreißen. Ah, wo ist das Kabel? Da ist es. Und tschüss. So, Freunde. Ich glaube, das Ziel Washington haben wir richtig konsequent gelöscht aus dem Speicher. Ui, schönes Feuerwerk. Gefällt mir. Geschafft. Saints Row 4. Ui. Ja. Ich habe ein Loch in der Decke. Ah, aber jetzt werde ich endlich braun. Ja, Freunde. Damit haben wir das Intro geschafft. Wir drücken auf Fortfahren. Bewunderung freigeschaltet. Bewunderung Amerikas haben wir uns gesichert. Präsidentschaft freigeschaltet. Präsidentschaft der Vereinigten Staaten haben wir uns gesichert. Drücke alle Knöpfe, um einen globalen thermonuklearen Krieg zu beginnen. Bitte was? Ich glaube, damit werden wir dieses Let's Play abschließen. Eingabe. Berater freigeschaltet. Stabschef Benjamin King freigeschaltet. Benjamin Mother King. Vizepräsident Keith David freigeschaltet. Bereit für diesen Player? Nehmen wir auch mit. Und wir haben eine Errungenschaft. Zero Saints 30. Ladebildschirm. So, was haben wir denn hier? Die Brocard, the hottest people in politics. Persons. Who's your president dating? The latest pics. This year's MVP, Sportsball. Most, ach du meine Güte, okay, das kann ich jetzt nicht übersetzen, weder, beziehungsweise auch leider nicht aussprechen. Valuable würde ich vermuten. Most valuable President. Ich mag nicht Englisch. Cash Crab, Look Money, Be Money, Made Money. Da bin ich nicht so mit einverstanden. Klar, man braucht Geld. Geld ist wichtig. Aber so extrem definitiv nicht. Und in diesem braunen Dress, ach du Schande. Weapons Illustrated. This President's Packing. Essential Firepower for the Head of States. Ich mag keine Waffen. Auch wenn ich dieses Spiel hier spiele, ich mag sie nicht. News Time. Presidents with Essence. Ja, auch nett. In Seam. Does the President go Commando in Chief? Ja, höchstwahrscheinlich werden wir einige Kampfszenen mitmachen. House and Lawn. First Look. Presidential Rose Garden underway. Ja, so einen Rosengarten hätte ich auch gerne zu Hause. Charakter herunterladen. Falls du dir auf der Saints Row Community Website einen Charakter ausgesucht hast, so kannst du diesen jetzt herunterladen.
Ah, jetzt verstehe ich. Das sind quasi Charakterbeispiele, die man sich freischalten und runterladen kann. Und gemäß diesen Charakterbeispielen sieht dann unsere Person aus. Ah, sehr interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Okay, das heißt, ich vermute mal, wir werden jetzt als nächstes unseren Charakter bzw. unseren Präsidenten erstellen. So, ich werde versuchen, nur als kleine Vorwarnung, mich selber nachzubauen. Zum einen seht ihr dann auch mal, wie ich hoffentlich, wenn ich es schaffe, einigermaßen in Natura aussehe. Dann könnt, damit ihr euch ein Bild von mir machen könnt. Zum anderen habe ich Saints Row the Third bereits als Frau durchgespielt und ich finde, jetzt wird es mal Zeit für einen Mann. Wer kommt mir denn relativ nah? Also mit dem Bart. Gut, die Frise nicht, der Körper leider nicht. Aber dieser Charakter kommt dem doch relativ nah. So, wir sind jetzt in unserem Charaktermenü. Wir erstellen uns einen Präsidenten. Aber bevor es soweit ist, setze ich hier noch einen kleinen Schnitt. Wir hatten jetzt zwei Folgen Intro und damit ich auch wirklich genau auf die Charaktererstellung eingehen kann, mir da auch etwas mehr Zeit lassen kann und versuchen kann, es relativ realitätsnah erscheinen zu lassen, möchte ich das doch gerne auf die nächste Folge verschieben. Ja, dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefällt das Spiel bis jetzt vom Intro her ganz gut. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und damit verabschiedet sich euer Stevie Venimix. Auf bald!